Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir machen erstmal nochmal hier ein paar Quests. So, wieder mit den Orks. Habe ich wieder Bock. Kill as many Orks as you can, but be sure to kill their leader, Sikkus. Fool Band is hiding up in Heizirka. If you're not back in 11 days, I will know you are the coward everyone says you are. Ich glaube, hier wird es ewig dauern, bis wir vernünftigen Ruf bekommen. Was mich aber auch wundert, ist, warum wir hier mit Morgia, Princess of Varys, irgendwie nicht vorankommen. So, aber jetzt gehen wir erstmal nach Hesekir. Genau da. Hesekir. 2 Tage brauchen wir dafür. Da vorne ist es. A harsh yell brings. Okay. Konnte ich jetzt nicht zu Ende lesen. Aber egal, wir gehen jetzt hier rein. Okay. Wir machen trotzdem nochmal eben ein Safe Game hier. Und dann erledigen wir mal den netten Ork, der uns die anderen hier schon mal nett erledigt hat. So, was gibt's denn hier? Hier gibt's nichts. Hier auch nichts. Okay, hier dafür aber ein Riesen. Was war das? Also, das war nur Leder. Da, Chain, Lever. Okay, ich hatte irgendwie gedacht, ich hätte irgendwas. So. Boah. Wo ist der? Alter. Warum erschrecke ich mich? So, hier gibt es 2 Türen. Ein Troll ist gestorben. Jo. Okay. Hat der den Troll getötet? Sind wir zurückgelangt? Nö. Aber führt hier im Kreis. Oder? Ah, wir haben ihn gefunden. Okay. Das ging aber schnell. Das ging jetzt aber wirklich schnell hier. Und hier liegt auch noch ein bisschen was. Fancy Armbands. Ob die wirklich so fancy sind, weiß ich nicht. Das wage ich zu bezweifeln. Jo! Alter! Geh kaputt! Vielleicht hier einmal noch mal kurz resten? Einmal so. Wir gehen jetzt viele Stunden, aber wir gehen auch noch mal kurz zurück. Wir müssen eben kurz unsere Taschen wieder leeren. So, da gehen wir gleich mal hin. So, wo war denn jetzt der? Genau hier. Hier müsste er gewesen sein. Da. Da ist er. Einmal alles removen. Was haben wir sonst noch hier? Das kann weg. Was ist denn jetzt das, was so viel wiegt, was wir hier jetzt auf Tasche haben? Ist das jetzt wirklich das Gold? Achso, 13.000 haben wir auf Tasche. 13, 77, 1. Okay, das war tatsächlich das Gold. Komm, wir gehen noch einmal durch diese Tür. Die Katze haben wir erledigt, nice.
Und dann machen wir hier auch nochmal ein Safe Game, weil so stark wie der Orkschamane gerade war, könnte sein, dass wir vielleicht gleich nochmal drauf gehen oder also, dass wir hier noch drauf gehen werden. So, dann schwimmen wir hier jetzt mal durch diese Tür. Okay, das ist der Droi. Der hat den Droi getötet. Das wundert mich, dass der stärker ist. Adamantium-Dagger. Mithril Longsword. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Adamantium oder... Oder hier, Mithril. Da ist es mir noch nicht ersichtlich, was davon besser ist. So, den Weg müssen wir noch zu Ende machen. So, den haben wir erledigt. Dwarven Katana. So, nice. Komm, wir gehen jetzt hier durch. Autsch. Das habe ich gespürt. Dwarven Tanto. So, was haben wir hier? Nice. Vorne haben wir auch noch was liegen. Irgendwas habe ich gehört. Ah. Wir haben das hier ausgelöst. Autsch. Alter. Elven Longsword. Nice. Und... So. Wo lang? Hier waren wir noch beide gar nicht. Dann gehen wir hier erstmal. Okay, hier gibt es nichts. Jetzt bin ich neugierig, wo es hier hingeht. So, den haben wir auch noch erledigt. Okay, keine Tür. Hinterrücks einfach mal beide abgeschlachtet. Ich bin ein großer Ehrenmann auf jeden Fall. So. Kommen wir hier wieder. Ah, okay. Wir sind hier jetzt nur im Kreis gelaufen. Aber wir müssen trotzdem jetzt nochmal zurück zum Eingang. Zum Wagen. Oder wir schauen uns das hier mal an, ob das vielleicht zum Eingang führt. Wieder zurück. Sieht ein bisschen danach aus, auf jeden Fall. Wir gehen erstmal hier hin. Jau, nice. Okay. Dann erstmal das alles auch noch wieder removen. Dann haben wir wieder Platz. So, hier haben wir nichts. Hier haben wir sehr viel. Und Gold haben wir wieder 1616. Okay. So, wo fehlt uns noch was? Genau, der Weg noch. Ansonsten ist hier jetzt nicht viel. Komm, auch nochmal ein Safe Game machen. Ich höre hier auf jeden Fall noch Orks. Also hier sind die irgendwo. Ja, natürlich, der schon wieder. So, dann einmal. Okay. Kann ich hier? Ne.
Hier kann ich. Jetzt ist die Frage, ist hier vielleicht irgendwo ein Geheimgang? Weil das schon so ein bisschen wirkt, als könnte hier vielleicht was sein. Da geht es sogar noch weiter. Okay, mehr ist hier nicht. Aber ja, ich hatte recht, hier ist was. Das wär's? Hier gibt's nichts mehr? Ja, super. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich höre hier auf jeden Fall noch Gegner. Hinter der Wand, irgendwo. Na egal, wir gehen jetzt wieder zurück. Dann haben wir hier alles erledigt. Und haben wieder ordentlich was zu verkaufen. So. Die Musik hört sich jetzt auch ein kleines bisschen anders an im Hintergrund. Naja, egal. So, wie spät haben wir es? 7.14 Uhr, okay. Das heißt, dass wir erstmal ein bisschen was verkaufen gehen. Und ich muss wirklich mal gleich schauen, ob Adamantium oder Mithril besser ist. Oder ob die gleich aufgestellt sind, sage ich jetzt mal. Oder ich würde sagen, ich mache das jetzt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal nachgelesen. Tatsächlich ist Adamantium besser als Mithril. Aber Mithril ist quasi, was gegen Feinde und so weiter Ursachen an, was man gegen Feinde verursachen kann. So, jetzt habe ich es. Schon sozusagen das Geringste, wo ich gegen jeden Gegnertypen ankomme. Aber Adamantium ist halt besser als Mithril. Also zumindest laut dieser Dagger von Mainquest, Dingenskirchen, wie auch immer. Und eigentlich ist Adamantium von den Werten her auch exakt genauso wie hier Mithril. Nur wird Adamantium besser, also höher gewertet. Zumindest laut dieser Internetseite. Ich schaue mal, dass ich dieses Mal auch vielleicht hinkriege, euch die Seite mal in der Beschreibung zu verlinken. Und ja. Also müssten wir jetzt erstmal wahrscheinlich hier Adamantium sammeln gehen, statt Mithril. Obwohl Mithril haben wir auch eigentlich im Grunde nur wenig. Und wir hatten mal Adamantium. Also wir können hier erstmal auch läutern. Für 3 Stunden wieder. Und die einzigen 3 Sachen, die dann noch höher wären als Adamantium, wären tatsächlich Ebenerz, dann Orkisch und dann Dädrisch. Aber den Dolch will ich verkaufen wir mal. Wenn ich jetzt einen Longsword oder einen Katana aus Adamantium kriege, den behalten wir. Definitiv dann. Aber ich werde jetzt erstmal anfangen, vielleicht doch Adamantium-Sachen zu sammeln. So. Jetzt haben wir wieder sehr viel. 7000 kriegen wir.
Hat der hier vielleicht irgendwas aus Mithril, Adamantium oder besser? Der hier vielleicht, könnte auch sein. Nee, die lassen wir mal sein. Mithril Daikatana. Das wären sich eigentlich zweihändig. Ja, das ist zweihändig. Dann lassen wir das. Aber es wird schon häufiger, was die hier aus Mithril haben. Es wird wirklich schon häufiger. So, dann können wir hier nochmal verkaufen gehen. Die ganzen Kräuter. Ist der Schrank neu? So. Und aus dem Wagen noch, das alles. So, was haben wir noch auf Tasche? Beziehungsweise auch im Wagen. Das hier. Das. Die Dinger müssen wir mal alle verbrauchen irgendwie. Oh. Wie haben wir den ausgezogen? Ach komm, wir gehen jetzt erst einmal hier hinten unsere Quest abgeben. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir vielleicht hier jetzt überfällig sind. Aber die Frage, die ich mir jetzt auch stelle, ist, wie lange dauert es, bis wir hier von Morgia eine neue Quest kriegen, also Hauptquest oder so. Komm, wir warten noch mal eine Stunde. So. Maybe we should consider you for membership. Not a bad job at all, Max Deals. So, was hier? Receive Armor können wir immer noch nicht. Hier. My eyes and ears abroad say that you are interested in the fate of a certain letter. Any emperor should not be so careless, nor should a queen. You really should come visit me in Castle Rarus. I have some most interesting tidbits that I am sure you would enjoy hearing. Morgia, Princess of Rarus. Ich habe keine Ahnung, wie ich da bei ihr weiter vorankomme. Aber wir schmeißen mal unser Geld da hinten aufs Konto. Nach Norden muss ich gehen. Na, da sehe ich schon die Bank. So, guter Herr, ich möchte hier mein Geld wieder reinschmeißen. 23, 2, 8, 4. Ich habe Enter gedrückt. Und jetzt haben wir 300.000 Gold. Aber wenn wir hier in Varys nicht weiterkommen, ist ja an sich eigentlich hier Wegesruh, meine ich. Die deutsche Übersetzung müsste Wegesruh, glaube ich, sein. Von Varys. Wenn wir hier nicht weiterkommen, vorankommen bei Morgia, dann würde ich sagen, machen wir uns weiter auf dem Weg Richtung Sentinel. Vielleicht kommen wir da weiter voran. So, jetzt bin ich gespannt, ob die liebe Morgia uns endlich mal eine neue Hauptquest gibt. So. By the night, good to see you, Max. By the Black Maw, good to see you, Max. Was für einen Ruf habe ich hier? Common Citizen immer noch.
Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wie ich hier auch meinen Ruf verbessern kann. Aber okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal kurz zur Bank. Dann macht es keinen Sinn, hier jetzt erstmal 1000 Jahre irgendwelche anderen Quests zu machen. Und dann gehen wir Richtung Sentinel. So. Packen wir das alles auf den Karren. Und ja, ich weiß, es gibt ja irgendwie eine Möglichkeit, das einfacher alles mitzuschleppen. Aber ich habe doch dann lieber Bargeld auf Tasche. So. Wir müssen jetzt aber das immer wieder so machen. Dann auf dem Wagen hier. So, nochmal so. Das wird jetzt ein bisschen zu dauern. Und wieder so. Wagen. Nicht auf den Boden schmeißen. Und nochmal so. Ich hätte wirklich gerne alles auf einen Schlag mitgenommen, aber ja, das wiegt immer so viel. 75 Kilo haben wir jetzt so. Oder warte mal, wir können vielleicht auch so. Gucken wir mal, passt das? Jo, 40 können wir auf, okay. Das wird aber schon langsam knapp dann. Und nochmal, ich will jetzt mal gucken, können wir schon 50 auf? Okay, das ist zu viel Gold. Dann vielleicht 45.000. 45 wird funktionieren, okay. Muss man ja ausprobieren. 4, 5, 0, 0, 0. So, dann nochmal 4, 5, 0, 0, 0. Boah. So. 4, 5, 0, 0, 0. Vier, fünf, null, null, null. Und wieder den komplizierten Weg. Vier, fünf, null, null, null. So. Und jetzt noch die letzten. Drei, fünf, sieben, sechs, neun. Und das auch noch alles. 3, 5, 7, 6, 9. Your bank could only hold. Okay. Okay, dann ist es halt so. Wagen ist voll. So, dann ist die Frage. So. Machen wir erstmal ein Safe Game. Und wo haben wir Sentinel? Hier wahrscheinlich hier. Jo, sogar richtig geschätzt. Richtig geraten. Hier ist Sentinel. 18 Tage wird es dauern. Aber egal, wir reisen da jetzt hin. Jo, wie geil. Okay. Das ist Sentinel. Alter, die Kuppel da hinten. Okay.
Ja, die Musik finde ich jetzt passt perfekt. So, wen müssen wir besuchen? Ah ja, genau, hier, das. Greetings and salutations. I hope your trip was uneventful. They say that you are keenly interested in the haunting of Daggerfall. My father and King Lysandros were somewhat close. Should you come visit me, I might be able to shed some light upon recent events involving Lysandros. Prince Lothund, Castle Sentinel. Okay, dann. Ich gehe von aus, dass da ist das Schloss von Sentinel, der Castle. Wie spät haben wir es? 7:18 Uhr. Aber bevor wir hier irgendwie eine Quest machen, müssen wir mal schauen. Wo sind die ganzen? Die Läden sind da. Okay, die sind alle da unten. Südwestlich. Ja, okay, dann gehen wir mal zuerst dahin, bevor wir da reingehen. Jo, sieht schon nice aus. Ich hoffe, davon finden wir den Eingang überhaupt erst. So, jetzt bin ich aber gespannt, wenn die Läden alle da hinten sind, ob da auch direkt eine Bank ist, dass wir dann direkt alles einzahlen können. So, wo haben wir die? Die sind schon gleich da. Hier ist auch direkt ein Laden irgendwo. Oh, direkt zwei Waffen lädt. Komm, wir gehen da schon mal rein. Läutern vielleicht noch mal eine Weile. So. Okay, innen drin sehen die auch anders aus. Okay, hier haben wir Schlafzimmer. Okay, hier liegt ein bisschen mehr so rum. Mithril. Ja, der hat schon mal ein bisschen mehr Mithril. Weiß ich. So, da war der andere Waffenladen. Ich guck mal, was der hat. Okay, der hat zumindest einen so einen Laden, also so ein Regal. Ich glaube, den werden wir hier nur zum Verkaufen besuchen. Da lang. Oder? Ja, dahinter. Irgendwo dort muss das sein. Ah, hier ist noch ein Waffenladen. Noch so einer, okay. Ja, okay. Gutes im Angebot hat er jetzt nicht. Da müsste. Ah, hier haben wir schon mal die Bank. Und hier. Komm, wir gehen erstmal die ganzen anderen Läden ab, weil vielleicht haben wir jetzt richtig guten Stuff hier. Okay, eher weniger. Dem können wir doch auch. Hier können wir auch noch was verkaufen. Können wir dem irgendwas verkaufen? Haben wir genug? Okay, wir haben nicht genug, also beziehungsweise wir haben nichts zum Verkauf für den. Für den bestimmt, oder? Auch nichts. Aber eine Sache hatten wir doch noch gehabt, oder nicht? Hier vielleicht an dem können wir was verkaufen. So. Da haben wir was. So, nice. Und was hat der so ein Angebot an Klamotten? Ja. Also Sachen, die ich jetzt eher weniger haben wollen würde. So, für den haben wir bestimmt auch noch irgendwas, oder?
Nee, leider nicht. Für den hier. Und es kann sein, dass der vielleicht sogar auch gute Ware hat. Jein. Okay, hier haben wir doch nichts für den. So, noch ein Bücherladen. Hier noch ein Waffenladen. Ah, immer noch Mithril, okay. So, eine Kneipe und der hier. Bisher noch nichts. Okay. Aktuell eher wenig, gar nichts. Schade. Aber dann können wir jetzt eben unser Geld einlagern. So, Banking. Wir machen erstmal. Ach so, hier das. 300.000. Warte mal, das sind jetzt 30. 300. Und nochmal 1.401. Ja. Warte mal. Was hat der hier für Häuser im Angebot? Hier gibt es ja andere Häuser als in. Der sieht auch schon mal groß aus, sage ich jetzt mal. Joa. Okay, das ist schon sehr, sehr groß. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir die kaufen, können wir die dann auch vermieten oder sowas? Kriegen wir dadurch auch nochmal Geld oder? So, oder hier Schiffe. Ah, dann gibt es nur die beiden. Eigentlich im Grunde können wir den hier uns kaufen. Der gefällt. Wir können eigentlich beide kaufen. Aber der hier gefällt mir irgendwie schon mehr. Komm, wir gönnen uns den jetzt. Congratulations, you have purchased a sturdy vessel capable of ferrying you anywhere within the Iliad Bay. You already own a ship, you must sell it before you can buy another. Nein, ich möchte nicht verkaufen. Achso, ich hatte jetzt gedacht gehabt, der ist dann irgendwo hier. Dass wir den dann irgendwie sehen, finden, besuchen können, unseren eigenen Schiff. Jetzt haben wir vielleicht 100.000 umsonst ausgegeben. Weil wir eh mit einem Schiff frei fahren können, reisen können, wohin wir wollen. So, dann egal, wir gehen jetzt mal. Hier gibt es auch noch. Da hinten sind auch noch ein paar Läden. Mal schauen, was das da für Läden sind. Vielleicht ist da auch irgendwie was Gutes bei. Jo, ich. Hier ist die Hauptstraße auf jeden Fall. Ich hoffe, ich werde niemals an das Ding da an den Pranger gesetzt. So, der könnte doch bestimmt was haben, ne? Nichts aus Mithril, Adamantium, wie auch immer. Schade. Und da unten war doch, glaube ich, noch einer im Süden.
Ah, noch ein General Store. Nee, das lassen wir mal. Okay, dann lassen wir das. Und dann haben wir hier noch 5 Läden, aber das war's dann auch. Hier gibt's keine Diebesgeld oder dunkle Bruderschaft, wie ich sehe. Das finde ich jetzt interessant. Hier gibt's die nicht. Oder die haben hier eine eigene dunkle Bruderschaft oder Diebesgilde. Na okay, da ist ein Tränkeladen. Hier wieder ein General Store. Da gehen wir mal zuerst lieber rein. Weil die ja auch immer so Waffen haben können. Elven Longsword sogar. Mit etwas Glück sogar besseres als das, was ich hier habe. Ist zwar selten der Fall, das, aber trotzdem gibt es die auch bei denen. Hier haben wir noch einen. Ja, okay. Dann gehen wir hier wieder mal raus. Wo sind die nächsten Läden? Achso, das da ist direkt einer. Ah, perfekt. Ich hoffe, der hat was Gutes. Nein. Und hier auch nein. So. Dann müsste es das kleine Ding hier sein? Das hier jetzt ernsthaft? Ja, okay. Aber ich finde es krass, wie häufig jetzt mittlerweile Zwergenausrüstung hier ist. Die sind schon relativ häufig geworden. So, dann suchen wir mal den Eingang zum Palast. Ich glaube, das ist schon der. Oder wir machen das so, wir gehen in der nächsten Folge da rein. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.